Auf der Messe. Die TikTok-Nutzerin Mariana Ramos lud am 24.12.2023, also Heiligabend letzten Jahres, ein sehr kurzes Handyvideo ihres Vaters auf ihrem Account hoch, welches heute, nach über einem halben Jahr, über 3 Millionen Aufrufe zählt. Die massenhafte Aufregung ist berechtigt, denn in diesem gerade mal wenige Sekunden langen Video, welches ihr Vater während der Weihnachtsmesse in einer Kirche aufnahm, ist Erschreckendes zu sehen. Bleiche Person mit nicht wirklich eindeutigen Merkmalen eines Menschen zeigt sich in der Menge der singenden Kirchengäste an jedem frühen Morgen des 24.12. Auffällig sind die tiefen, schwarzen Augen und die schlicht nicht menschliche Erscheinung jener Person, die so viel Aufmerksamkeit auf das Video zog. Wer oder was auch immer der oder das sein mag, soll nicht im Moment der Messe in dieser Kirche anwesend gewesen sein. Zuschauer in den Kommentaren gehen davon aus, dass es sich in diesem Fall um eine übernatürliche Erscheinung zur Weihnachtsmesse handelt. Ob diese mit ihren tiefschwarzen Augen Gutes oder Böses ankündigt, kann nicht festgestellt werden. Was jedoch sicher ist, ist, dass diese Person oder geisterhafte Erscheinung unter keinen Umständen in diesem Video hätte auftauchen dürfen. Was wirklich genau dran ist, lässt sich also schwer sagen. Was meint ihr, ist der wahre Grund für diesen Fund? Zimmer Nummer 30. Die folgenden 2 Kurzvideos wurden Anfang Mai diesen Jahres auf der TikTok-Seite Hotel Yuchi oder Yuri Tepek hochgeladen und beide TikToks erlangten in der Zeit Hunderttausende an Gefällt-mir-Angaben. Was sich in jenem Hotel in Mexiko in Zimmer Nummer 30 enthüllte, soll jedem ein Rätsel werden. Seht selbst. Me dijo que se veía una persona en la habitación 30 y le dije no, y me dice está ocupada, le digo no, no la, se desocupó en la mañana. Y no hay nadie, yo misma fui a ventilar esa habitación. Y ahorita que voy pasando por acá me doy cuenta que si es cierto, se ve una... Se ve como que si estuviera, alguien se estuviera asomando en la ventana. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver qué hay ahí, pero se supone que no hay nada. Y sigue ahí viéndose. Aquí más cerquita. Aquí más cerquita. Sí, miren, ahí se ve, se alcanza a ver una cara, unos ojos. Vamos a ver. Vamos a ver a esa habitación. Estamos subiendo las escaleras porque desde ahí es donde estábamos viendo que se veía. Aquí ya no se ve nada, a lo mejor por el reflejo de la luz. Y vamos a ver en la habitación. Aquí está la cama, porque esta es una habitación pequeña. Aquí pues no se ve nada. Y aquí está la tele, donde está, donde estábamos. Donde se supone que se veía, pero no se ve nada. No entiendo qué. ¿Por qué está ahí? ¡Ah! Die schon recht nervös klingende Filmerin fängt von unten etwas Merkwürdiges am Fenster von Zimmer Nummer 30 ein. Nach nicht allzu langer Zeit wird in ihrer Aufnahme ein komisches, entmenschlichtes Gesicht klar, welches sich logischerweise paranormal deuten lässt. Die Zuschauer spekulieren nun über einen Phantasma, zu Deutsch Geist, welcher hier auf Handykamera in diesem Hotel eingefangen wurde. Die mutige Nachforschung der Filmerin im Zimmer selbst bestätigt mit einem schwer klärlichen Knall, dass da etwas ist, das entgegen aller Rationalität geht. Man könnte das Gesicht am Fenster auch als Fall der Pareidolie abstempeln und den Knall als Dinge passieren hinstellen. Aber wäre das nicht langweilig? Ich denke, die Videos gingen nicht umsonst auf TikTok viral und vermute, auch aufgrund der mir authentisch klingenden Aufregung in der Stimmlage der Filmerin, dass es sich bei diesem Vorfall im Hotel Yuchi Tepek um eine tendenziell wahrscheinlich echte Geisterbegegnung handeln könnte. Wie wahrscheinlich seht ihr das? Wenn dir das Video gefällt, warum nicht ein Like oder Kommentar da lassen? Und falls ihr ein gruseliges Video gefunden oder selbst gedreht habt, schickt es mir gerne an meine E-Mail-Adresse oder per Instagram-DM. Danke vom Herzen für jeglichen Support. Jetzt geht's weiter. Poltergeist allein begegnet.
Vor etwa einem Jahr präsentierte ich auf diesem Kanal eine Reihe an Videoclips des französischen TikTokers Tristan8104, der mit einigen viralen TikToks auch seine Runden in verschiedensten Scary-Coms wie meinen zog. Und was soll ich sagen, ich habe diese Heimsuchungsgeschichte auf der beliebten Kurzvideoplattform erstmal aus den Augen verloren, bis mir ein paar Zuschauer sogar tatsächlich neuere Clips per Instagram DM teilten. Ich dachte mir also neulich, komm, schaust du mal wieder vorbei? Und so fand ich folgende paranormale Clips, die erst dieses Jahr das Licht der Welt erblickt haben. Schauen wir rein. Oh.
Tristan fängt mitten in der Nacht verschiedene Poltergeist-Aktivitäten ein. Manche auf Kamera schwer oder kaum zu erblicken. Doch im Nachhinein nachzuvollziehen, dass jene verschobene Objekte angeblich von Geistern verschoben wurden. Ebenfalls sorgt der Geklopfe und langsames Türzuziehen für guten Grusel. Ob all das echt ist oder echt sein kann, verraten vielleicht die nächsten Videos. Ein Gerüttel am Türgriff zum Badezimmer kann ich mich sogar noch erinnern, dass genau dasselbe Tristan auch letztes Jahr zu zeigen hatte. Gut, Freunde, inwieweit das nachstellbar ist, lässt sich leicht beantworten, das habt ihr sogar selbst schon. Ein gut gesetzter Schnitt im Video könnte den Komplizen ausreichend genug verstecken. Sehr auffällig wird es allerdings mit dem letzten Vorfall auf Kamera und ich habe somit meine Schlüsse vollends gezogen. Eine Decke wird magnetisch zur Decke erhoben, als würde sich das Schreckgespenst von Tristan 8104 unter der Decke manifestieren und schwupps fällt sie mir nichts, dir nichts auf die Matratze. Naja. Ferneshalber kann ich sagen, wir befassen uns in diesem Format hauptsächlich mit der Grenzwissenschaft und da ist halt gar nichts stichfest. Theoretisch könnte ein schwebendes Bettlaken genauso authentisch paranormal sein wie eine unerklärliche EVP, aber genau deshalb geht's hier auch um die Eigeneinschätzung. Und die ist bei mir hier, joa, weiß nicht. Was meint ihr hierzu? Im Wald. Mit viel Glück und Freude stieß ich auf dieses relativ unbekannte, videografisch festgehaltene Mysterium, welches der Outdoor-Adventure-YouTuber OneSkinnyDude am 26. November 2022 auf ebenselbiger Videoplattform hochgeladen hat. Dieser fuhr auf einem Weg im Walde mit seinem Fahrrad entlang und hatte eine GoPro auf seinen Schultern. Diese fing dann das hier ein.
In den Wäldern von Westmoreland, Pennsylvania, zeigt sich auf GoPro eine schwer erkenntliche Figur, die einfach so im Wald verschwindet. Auffällig ist hier, neben dem Verschwinden ins Nichts des Waldes, die Kleidung, die diese Figur getragen haben soll. Eine historische Verkleidung, die anno 2022 random so im Wald allein gar keinen Sinn ergibt. One Skinny Dude ist verwirrt und schildert noch folgende Fakten in der Videobeschreibung zum Detail. Es handelt sich um keine Nachstellung. Er radelte über 10 Meilen und sah einige andere Radfahrer, die aber allesamt nicht so aussahen. Im originalen Replay vom Uploader lässt sich auch gut erkennen, warum man sich hier vor ein Rätsel gestellt fühlt. Denn angenommen, das ist ein Mensch, warum in dem Aufzug? Warum verschwindet dieser einfach so im Wald und stand da erst sekundenlang rum? Was war seine oder ihre Mission? Anders kritisch kann man sich auch fragen, was hat ein Geist davon, sich so zu zeigen? Die Antwortgabe liegt bei euch. Was sagt ihr dazu? Interpretiert man hier zu viel hinein oder reichen die Umstände zur Spekulation? Vor der Veranda. Knackige Home-Security-Videos von der Veranda liebe ich einfach. Es gibt nur zwei Optionen. Wirklich eine unerklärliche, gar schier supernatürliche Erscheinung auf CCTV oder eben ein schlecht von der Kamera dargestellter Mensch. Was ist es hier? Mermaids Have Wi-Fi teilte dieses kurze CCTV-Video vor über einem Jahr im Geistersubreddit und schreibt hierzu in die Caption: Meine Freundin fing dies auf der Ringkamera ihrer Großeltern um 2 Uhr in der Nacht ein. Sie ist überzeugt, das wäre ein Geist, aber ich bin mir da nicht so sicher. Eure Gedanken dazu? Ja, meine Gedanken sind hier ähnlich wie in den meisten Ringkamera-Veranda-Geister-Videos. Tauft die Nische, wie ihr wollt. Es kann A sein, es kann B sein. Ich wiederhole mich für die Neulinge, wenn es drumherum schon dunkel ist und man diese Kameras für das nimmt, was sie bekannt sind, dann zeigt das mit großer Voraussicht einen Menschen. Fraglich hingegen ist es dann jedoch, was dieser Mensch um 2 Uhr morgens auf diesem Grundstück tut oder vorhat. Das ist zumindest ein Rätsel, was bei unverschleierten Details des Posters mindestens im Raum steht. Paranormales kann man aus der Ferne sowieso nur subjektiv ausschließen, also reiche ich den Fall somit an euch weiter. Bonus, Schnappschuss vom Friedhof. Wir alle lieben den Bonuspart. Zeitpunkt des Skripts vor gerade mal einer Woche postete der Reddit-Nutzer AlarmingList1988 2 Bilder im Unterforum für Geisterphänomene und schildert dazu persönlich folgendes in der Überschrift. Meine Freunde und ich haben davon gehört, dass es auf dem Friedhof Orc Sable oder Orc Sable, keine Ahnung, spuken soll. Also sind wir während eines Sturms dahin gereist und haben Bilder geschossen. Sogar mal genau dann, als ein Blitz einschlug. Wenn man an den dunklen Waldrand heranzoomt, kann man eine schwächliche Figur sehen. Tatsächlich sieht man auch schon im ersten Bild, auf welchem man den Friedhof komplett erkennt und auch sehen kann, dass es in der Nähe, wie erwähnt, aufblitzte, die Figur, von welcher in diesem Bilderpost die Sprache ist. Im herangezoomten Bild wird die Figur nochmal weitaus deutlicher. Es lassen sich Kopf, Oberkörper und Schultern anhand der Form erahnen, aber Beine sind nicht zu erkennen. Dementsprechend, da der Kontakt zum Boden fehlt, lässt sich auch somit ein Grabstein ausschließen. Somit gäbe es für mich spontan nur noch 2 Möglichkeiten. Eine Bildmanipulation, sowas kann halt fast immer der Fall sein, ich schätze mal hier vom ersten Anblick nach eher weniger. Oder jemand beobachtete die Sturmfotografen vom Waldrand aus, was ich während eines Unwetters auch nicht für so wahrscheinlich halte. Was denkt ihr über diesen Schnappschuss? Könnte Alarmless 1988 ein brisantes Geisterfoto geschossen haben? Herzlichen Dank fürs Einschalten, Freunde. Kurz mal hier mein Uploadplan für die nächsten Wochen. Wenn alles super abgelaufen ist, dann gab es für euch schon diesen Donnerstag die 2. Kurzvideoserie. Und so lade ich folgenden Donnerstag auch, also den 18. Juli, schon die nächste Top 5 von Geistervideos hoch, da ich nächsten Sonntag für alle mit Nachhol- und Filmlängenbedarf das 2. Teil Best of the Year hochladen werde. Ansonsten wünsche ich euch natürlich wie immer eine schöne, erfolgreiche Woche noch. Mit einem Klick rechts geht's für euch weiter. Bleibt gesund und macht's gut.